Heute möchten wir uns gerne zum Thema Loben austauschen. Loben ist ein riesig großes Thema. Für mich war das lange so ganz klar. Loben ist etwas Positives, das stärkt das Kind. Loben hilft dem Kind zu einem Lernerfolg. Und als ich dann zuerst das erste Mal von einem Verwandten gehört habe, also Loben ist nicht nur positives Kind, dachte ich, nein, das kann nicht sein. Wieso soll jetzt Loben für mein Kind oder für die Kinder, damals war ich als Lehrerin aktiv und Loben war für mich im Schulalltag völlig normal, auch die Form der Belohnung mit verschiedensten Belohnungssystemen, war ich überzeugt, das brauchen die Kinder. Es ist auch im Schulalltag total verbreitet. Und als ich so diese Bemerkung hörte, ja, Loben hat auch andere Aspekte. Das stärkt nicht das Selbstbewusstsein der Kinder. Im Gegenteil, das nährt die Kinder nicht. Sie werden abhängig vom Lob. Das ist nur auf die Leistung bezogen. Da war für mich mal so zuerst einfach mal Ablehnung. Und ich brauchte lange, bis ich das so bei mir so etwas senken konnte und ich mich dem wirklich mich mit dem auseinandersetzen. Ich bereit war, da nochmals hinzuhören, hinzuschauen und mich mit dem intensiver auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie dir das ging, Anke? Ja, mir ging es ganz ähnlich, Anna. Also ich war auch erstmal entsetzt, als ich das erste Mal hörte. So bei Alisa Solton im Aware-Parenting, damit bin ich in Kontakt gekommen, weil sie sagt ja, erziehen ohne Strafe und Belohnung, also ohne Loben. Und das mit den Strafen war schon relativ schnell klar und das wollte ich auch nicht, es war auch unangenehm. Aber ich hatte das Gefühl, mit dem Loben wird mir nochmal was genommen, mit dem ich doch erzieherisch eben am Kind ziehend unterwegs bin. Und es hat echt, ich glaube, es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich das vollständig erfasst habe. Und es hört gar nicht auf. Also das wird mir immer, immer deutlicher im Sein mit meinen Kindern und auch mit Kindern, die ich begleite und Familien, wie tief Loben in uns verankert ist, dass das was Gutes ist. Und meine Kinder haben sogar, wo sie so, ich weiß nicht, wo sie so 10, 12 waren, Mama, du lobst nie. Also wie sehr sie darauf gewartet haben, weil sie das im Schulsystem so gewohnt waren, gelobt zu werden, auch von den Großeltern. Ja, da reden wir jetzt ein bisschen drüber, Anna, was wir als, du hast die ganzen Aspekte schon angesprochen, ja, was da passiert beim Loben. Genau. Und ich denke, eine Herausforderung ist auch diese, dass wir halt das Lob immer so als Gegenpol vom Strafen sehen. Das gehört so zusammen. Und ja. Strafen, das möchten wir nicht mehr. Ich denke, das haben viele von uns in unserer eigenen Kindheit erlebt. Mhm. Auch erlebt, wie sich das nicht gut anfühlt. Und das möchten wir nicht bei unseren Kindern. Ja. Und da greifen wir zum Lob. Ja. Das scheint auf den ersten Blick ja wirklich für das Kind stärkend zu sein. Und wir möchten ja dem Kind zeigen, dass wir uns freuen. Wir möchten dem Kind zeigen, dass wir das etwas Besonderes ist für uns. Und wir möchten ja auch, dass das Kind lernt. Ja. Und da kommt das Lob für die meisten dann zum Einsatz. Aber ob es wirklich für das Kind so förderlich ist? Ja. Wir können ja zuerst mal schauen, Anna, was passiert beim Loben? Was passiert beim Loben? Also das Erste, was ja klar ist beim Loben passiert, dass das Kind für was eine Rückmeldung bekommt, eine positive Rückmeldung für was es getan hat. Und da ist schon die erste Falle. Kinder tun das nicht, um das Lob zu kriegen, sondern sie tun das intrinsisch aus sich heraus. Sobald wir loben, also wir machen ein Beispiel, das Kind hat ein Bild gemalt, und es bringt uns das Bild und wir sagen, ach, das hast du aber schön gemacht. Schon sind wir beim Loben und bewerten. Also Lob bewertet immer. Diese Bewertung. Und mit dieser Bewertung passiert was beim Kind. Ja? Also wenn Loben immer mit Bewertung verbunden ist, dann wird das Kind immer bewertet durch das Loben. Das müssen wir uns bewusst sein oder das müssen Eltern sich bewusst sein, wenn sie loben. Dass deine Bewertung mit reinkommt. Ja. Genau, und deine Bewertung, die macht ja auch abhängig. Das Kind bekommt dann das Gefühl, ich werde gesehen, ich werde geschätzt, wenn ich mich so verhalte oder wenn ich dieses leiste. Das ist ja auch dann meist
das Loben an, was man lobt die Leistung des Kindes, was genau. es gut gemacht hat. Und so definiert sich das Kind dann über die Leistung und genau. bekommt das Gefühl, wenn ich das nicht mehr leisten kann, wenn ich vielleicht einfach mal nicht einen schlechten Tag habe, nicht mag, dann bin ich ja als Kind, bin ich nicht mehr wertgeschätzt von meinen genau. Eltern. Also dann es ist eine große, große Abhängigkeit, wo wir, und ich denke, wir Erwachsene sind ja ganz stark in dieser Abhängigkeit. Also manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Erwachsene, die sind richtig süchtig nach, mhm. nach Lob. Also wir suchen diese Anerkennung ja ganz, ganz stark mhm. und ja, nehmen dann auch manchmal Situationen auf uns, die uns gar nicht gut tun, nur damit wir dieses Lob bekommen. Also wir sind dann gar nicht mehr bei uns selber, sondern so im Außen, was die anderen denken. Und das entspricht, denke ich, oftmals gar nicht mehr das, was wir eigentlich fühlen würden, dass wir so nach dem suchen, nach diesem Lob. Genau. Und das möchten wir eigentlich nicht für unsere Kinder, dass sie so abhängig werden von den Meinungen, von den Äußerungen der anderen. Ja, ja. Und das ist auch der nächste Punkt, der beim Loben mit dazugehört, nämlich dass das manipuliert. Also es manipuliert unsere Kinder. Also wenn ein Kind ein Bild, ich mache wieder Beispiel, wenn ein Kind ein Bild gemalt hat, dann will es nicht unser Lob, sondern es möchte sich mit uns verbinden, es möchte gesehen werden, es möchte spüren, da ist jemand, der mich wahrnimmt in dem, was ich tue. Das ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis nach Verbindung, ja, und nach genährt werden. Aber um das schön, also um das Bild wahrzunehmen, braucht es kein Lob. Ja, Eltern fragen mich dann oft, Anna, und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir das gleich mit reinbringen. Ja, was soll ich denn stattdessen sagen? Genau, wir sind dann so hilflos, weil wir haben das gelernt zu loben und ja, dann stehen wir so da und jetzt darf ich das nicht sagen, jetzt darf ich das nicht sagen. Mhm. Es kommt so eine Starre in uns auf. Wir möchten uns ja freuen mit dem Kind. Mhm. Genau. Genau. Und da hat mir sehr der Marshall Rosenberg mit der gewaltfreien Kommunikation geholfen. Er hat nämlich gesagt, wie wir gewaltfrei loben. Also wie wir, ich sage da nicht loben, sondern wie wir gewaltfrei wertschätzen, anerkennen, vielleicht auch motivieren, aber nicht im Sinne von manipulativen, sondern wie wir uns verbinden, wie wir uns in dem Moment mit dem Kind verbinden. Es hat ein schönes Bild gemalt und es bringt mir als Mama, als Papa dir das Bild und sagt, guck mal. Und dann, was sage ich jetzt? Ja, wenn ich nicht lobe, sage ich nicht, oh, das ist aber ein schönes Bild. Und er gibt den Rat, und den finde ich sehr schön, dich mit dir zu verbinden als Mama, als Papa. Was spürst du jetzt? Oh, ich freue mich. Ich freue mich, dass du dieses Bild mir zeigst. Das ist einfach was ich ausdrücke. Oder ich habe gesehen, wie vertieft du gerade gemalt hast und welche Sorgfalt du da an den Tag gelegt hast, wie du das gemacht hast. Ich glaube, du hattest ganz viel Freude dabei oder das hat dir viel bedeutet, dieses Bild zu malen. Dann verbinde ich mich mit mir und mit dem, wie ich mein Kind wahrgenommen habe. Und das hat eine ganz andere Qualität, als zu sagen, schau, ein schönes Bild geworden. Genau, da braucht es gar keine Verbindung mit dem Kind. Das ist so ein schönes Bild, mal das nächste. Auch wenn wir das nicht so wollen, aber es kommt ja so an. Ja, es kann ganz ohne Verbindung kein Loben geschehen. Ja, genau. Und oftmals nährend, das hast du vorhin gesagt. Genau, es nährt das Kind nicht und es sucht dann immer mehr. Und ich denke, es schädigt einfach auch oder es schadet wirklich auch der Beziehung zum Kind, wenn wir das Kind immer wieder auf diese Art loben. Mhm. Ich denke, das stärkt wirklich nicht die Beziehung zum Kind. Und ich glaube auch, wenn ein Kind sich nicht schon so stark ans Loben gewohnt hat, es sucht gar nicht unbedingt das Lob, es sucht einfach die Mama, den Papa, der das sieht und sich mit ihm freut. Und oftmals haben wir dann vielleicht auch die Haltung, etwas zu früh etwas zu sagen. Also oftmals freut sich das Kind einfach selber und es braucht von uns vielleicht auch nur ein Lächeln, ein Blick, ich sehe dich, du bist dran. Und es braucht gar nicht irgendwelche... dass ich da irgendwelchen Kommentar abgebe. Ich denke, da dürfen wir auch immer wieder in uns hineinspüren und das Kind beobachten, ob es überhaupt möchte, dass wir das sein Bild kommentieren. Manchmal braucht es das gar nicht. Ja, ich habe oft dieses Erlebnis, Anna, dass ich dann gerufen werde und dann stehe ich vor dem Bild. Ja, also gerade haben Kinder bei mir, die zu Besuch waren, mit den Malkreiden das Fenster bemalt und dann
ertappe ich mich selber, wie ich, wow, das ist aber schön geworden, ja, und das ist so in mir drin, und was will ich eigentlich ausdrücken? Oh, also das Oh und Wow und Staunen, das reicht manchmal schon. Ja, und dann sind die schönsten Momente für mich, Anna, wenn ich dann das Kind anschaue und das Strahlen sehe und einfach mitstrahle. Und dann sind genau. Wir schon verbunden. Ja, und dann ist diese Verbundenheit da, und das ist so viel, viel wertvoller als einfach ein ausgesprochenes Lob. Und nee. Trotzdem denke ich, es ist ja so die Gefahr, man möchte es dann gut machen und weiß jetzt, oh, loben sollte ich nicht. Mhm. Und dann so, was sage ich jetzt? Und manchmal habe ich auch das Gefühl, auch wenn es vielleicht der Wortlaut nicht ganz so, soll ich sagen, förderlich ist für das Kind. Und ich aber meine Haltung dahinter nicht diese ist, ich möchte, dass das Kind das nächste Mal das auch macht. Also nicht so dieser manipulative Aspekt. Ich glaube, dann kommt es auch schon ganz an beim Kind. Ja. Also auch nicht jetzt, nicht die Angst zu haben, ich darf nichts mehr sagen, sonst sage ich das Falsche. Ich denke, das wollen wir nicht. Blockieren auch. Aber wenn man sich bewusst ist, was für eine Haltung dahinter steckt, dass das Loben einfach, ja, ganz, ganz oft dafür, oder eigentlich denke ich immer, dafür eingesetzt wird, dass man das Kind irgendwo hinbringen möchte, dass es seine Leistung wiederholt, dass es ein Verhalten zeigt. Und wenn sie das ablegen können, denke, dann ist der Wortlaut ja auch schon viel, viel weniger zentral. Ja. Dass wir da auch nicht zu fest uns unter Druck setzen, was wir dann sagen. Ja, und ich glaube, es ist vielleicht auch noch wichtig, Exkurs zu machen zu den Belohnungssystemen. Also ich glaube, wir sprechen hier jetzt schon auf einem sehr weiten, vorangeschrittenen Weg von Loben. Also wir haben jetzt dieses ganz konkrete, das Kind bringt mir was, guck mal, was ich gebaut habe, guck mal, was ich gezeichnet habe, guck mal, Mama, guck mal, Papa. Und wir sprechen jetzt von dem Loben, aber es gibt ja noch richtig handfeste Belohnungssysteme, und in denen sind wir groß geworden. Das Notensystem in der Schule ist eins dieser Belohnungssysteme, und die werden ja im Kindergarten oft schon mit, ja, wenn du das gut gemacht hast, dann kriegst du eine Sonne. Wenn der Tag gut lief und du hast dich brav verhalten, keine Wutanfälle, dann gibt es eine Sonne, und sonst gibt es eine Regenwolke oder ein Smiley und ein Heuli. Und die sind... Es gibt wunderbare, Belohnungssysteme, sehr gut durchdacht, schön ausgearbeitet, aber was sie anstellen, ist dann wieder... Das andere, genau. Und deswegen, das ist, glaube ich, finde ich so das Allerwichtigste, dass wir da davon wegkommen und auch durchschauen, was die machen mit unseren Kindern, weil sie untergraben immer diese innewohnende, intrinsische Motivation, die Kinder von Geburt an mit ins Leben bringen. Sie wollen lernen, sie sind kleine Forscher und Entdecker, und sie brauchen nicht unsere Belohnung dafür. Wir untergraben die. Wenn wir sagen, du hast ein schönes Bild gemalt, und das nächste Mal sagen wir nicht, du hast ein schönes Bild gemalt, dann passiert was im Kind. Dann hat es das Gefühl, oh, jetzt werde ich nicht mehr wertgeschätzt, jetzt habe ich es falsch gemacht. Das kann passieren, ja. Oder ich darf nur noch so malen. Wenn das aber gefällt der Mama, wenn ich jetzt etwas anderes male, finde ich das nicht mehr toll. Also bleibe ich bei dem. Und wie du gesagt hast, dieser Forschergeist, dieses Entdecken, dieses Selbstwirksamsein, wird dann ganz stark eingeschränkt und durch extrinsische Anreize. Die braucht es dann eben, diese Belohnungssystem, dass das Kind dann überhaupt wieder lernt, wenn es von sich wegkommt. Genau. Und was wir hier, glaube ich, nicht wollen heute, Anna, ist irgendwie jetzt den Eltern, die das jetzt, oder euch Eltern, die jetzt das hört, irgendwie ein schlechtes Gewissen machen oder euch verunsichern. Also ich glaube, das Wichtigste ist, beobachtet euch, wie reagiert ihr auf was euer Kind euch zeigt. Und seid euch bewusst, wenn ihr aus eurem Herzen sprecht, ich freue mich, ja, oder vielleicht einfach nur danke, dass du mich teilhaben lässt an deinem Malen, an deinem Gestalten, also in eigenen Worten natürlich. Ach, oder vielleicht auch mal das Kind fragen. Erst ich habe das am Anfang, als ich dann gewechselt habe, war das für mich auch einfach, mal einfach das Kind zu fragen, was hast du gemalt? Also so die Anteilnahme zeigen. So kommt man ja auch schon mit dem Kind wirklich wieder auf diese Beziehungsebene, und gibt sich vielleicht das andere dann automatisch, so als Überbrückung. Genau. Wirklich nicht ganz einfach ist für uns. Wir sind anders groß geworden. Ganz genau. Und meine Brücke war immer, was fühle ich gerade? Was fühle ich gerade? Und das dem Kind mitzuteilen. Oh, ich freue mich mit dir. Oder,
Oh, das war ganz schön anstrengend, oder? Einfach nur so eine Spiegelung, also von dem, was nämlich in mir war. Und dann auch Fragen, wie du sagst, ich frage auch. Oh, das war jetzt ganz schön herausfordernd, das zu malen. Oder da hast du ganz viel Zeit dafür gebraucht. Oder wie fühlst du dich jetzt? Also hat es dir Freude gemacht oder irgendwie sowas? Genau, wie war das Malen für dich? So das Nachfragen, das habe ich auch viel genutzt. So dass ich wirklich in eine echte Verbindung komme mit dem Kind und mit mir. Das ist mir so wichtig beim Rückmeldung geben. Für mich war es dann eben nicht mehr loben, sondern mich verbinden und eine Rückmeldung geben, einen Austausch, der da stattfindet. Und dann hat sich's wie erübrigt, dass du eigentlich wolltest, dass das Kind irgendwie in eine Richtung geht, weil das ist dann, hat keinen Platz mehr, wenn man sich selber verbindet. Genau. Ja. Also noch eine Frage. Oftmals, wenn man selber dann sich auf diesen Weg begibt, der eben länger sein kann, der darf ja auch länger sein. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns nicht unter Druck setzen. Jedes Mal, wenn wir uns mal so ein Bravo, super gemacht, anders lösen können, ist ja auch ein Erfolg für uns. Mhm. Und das wird nicht immer gelingen. Ganz klar nicht. Muss es auch nicht. Wenn wir jetzt aber uns auf diesen Weg gemacht haben und unser Kind auch mit Erwachsenen zu tun hat, die das überhaupt nicht verstehen, die noch so stark überzeugt sind, dass das Kind ohne Lob nicht lernt, dass es ohne Lob sich nicht entwickeln kann. Wie gehen wir damit um? Ja, ich glaube, Anna, das haben wir ja beide jetzt am Anfang hier gesagt, dass es uns sehr schwer fiel, diesen Paradigmenwechsel. Für mich ist es wirklich ein sehr großer Paradigmenwechsel, vielleicht sogar mit einer der größten in unserer heutigen Zeit, dafür Zeit zu lassen. Und ganz liebevoll, aber klar diese Botschaft rausbringen in die Welt und sagen, es sind diese Aspekte von Lob und Belohnung, nämlich dieses Manipulative, dieses, dass es das Kind schwächt und nicht stark macht in seinem Selbstbewusstsein, in seiner Selbstverbundenheit, sondern abhängig, Lob macht abhängig, macht süchtig. Und da auf schöne Gespräche sich einzulassen und dem Gegenüber Zeit zu lassen. Ich glaube, es braucht einfach Zeit für diesen inneren Wandel. Ich habe auch Zeit gebraucht. Ich habe mich sehr angegriffen gefühlt und ich hatte sofort das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Das ist genau, es kommt so diese Abwehrhaltung. Genau, und das ist ja auch wieder in diesem Belohnungssystem drin. Also sofort, und das habe ich manchmal sogar täglich, Anna, ich habe so das Gefühl, dieses Gefühl, was falsch gemacht zu haben, das ist so tief in uns drin. Und ich glaube, mit dem kommen wir in Kontakt, wenn wir anderen Erwachsenen oder auch Lehrpersonen oder auch Fachleuten sagen, hey, loben ist aber nicht gut fürs Kind, dann kommen wir mit diesem, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, in Kontakt. Und da offen zu bleiben, zu sagen, du, ich tausche mich da gern mal mit dir aus, das ist wirklich ein großes Thema. Das ist echt ein großes Thema. Was wir hier jetzt in 10 Minuten oder 15 Minuten besprechen, Anna, das bräuchte eigentlich, das könnte ein Tagesseminar füllen. Genau. Und dafür braucht es Zeit. Und das ist ein Wandel, der sich so nach und nach vollzieht und der eine Offenheit braucht, da drüber nachzudenken. Und wie bleibe ich jetzt mit der Person, mit dem Erwachsenen in einem offenen Austausch, der zum ersten Mal davon hört, dass Loben ganz viele Schattenseiten hat. Ja. Mir hat auch geholfen, sich so selber vorzustellen, wie das eigentlich so befreiend wäre, wenn wir nicht mehr abhängig sind von diesem Lob von außen. Also für mich auch als erwachsene Person. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass wenn meine Kinder einfach von sich aus sich freuen können, das tun, was in ihnen wirklich angelegt ist und nicht immer diese Bewertung von außen brauchen. Mhm. Also dieses Gefühl hat mir irgendwie auch geholfen, mich auf diesen Weg zu begeben. Vielleicht mag das auch für die eine oder andere erwachsene Person, sich mal vorzustellen, wie abhängig wir selber eben auch vom Lob sind. Ja. Und was es mit uns selber macht. Es macht ja nicht nur mit unseren Kindern etwas. Ja, genau. Das mit dem sich immer wieder zu verbinden und auch zu spüren, wie sehr das so in unsere Zellen fast eingedrungen ist. Dass wir eigentlich brauchen würden, genauso wie die Kinder.
Anerkennung oder gesehen werden. Das braucht jeder Mensch. Das ist genau, Wertschätzung. Ja, Wertschätzung, genau. Aber Wertschätzung von uns als Person und nicht von uns einfach als das, was wir leisten. Ja, ganz genau. Ganz genau. Wertschätzung und ja, ich glaube einfach so dieses losgelöst von jeglichem Manipulativen. Ja, das ist mir so wichtig, dass wir da uns loslösen davon und von diesem Bewerten. Ja, das ist mir ganz arg wichtig. Es ist auch so wichtig, noch vielleicht noch ein kleiner Abschluss noch, Anna, dass das Loben echt Stress macht. Also dass dieses, ich bin auf Lob angewiesen, sonst bin ich nicht gut, nicht gut genug, sonst fühle ich mich vielleicht nicht als Kind, sage ich jetzt mal, gell? Das macht wirklich Stress, dann diese Leistung wieder zu erbringen, damit ich das Lob wieder bekomme. Das stresst Kinder ungemein, mindestens genauso wie Strafen, diese Angst vor Strafen, ja, bestraft werden. Und dieses, ich schaff's nicht mehr, an diese Leistung ranzukommen. Ich schaff's keine 1 oder keine 2 oder bei euch in der Schweiz ist es andersrum, keine 5 oder 6 zu bekommen. Das schaffe ich nicht mehr, um dieses Lob dann zu kriegen von meinem Vater, von meiner Mama. Das macht Stress und das muss man sich auch sehr bewusst machen. Oder diese Smileys zu kriegen, ich habe jetzt heute nur ein Heuli und kein Smiley, das macht den Kindern Druck und Stress. Das ist dann ich denke auch ganz, ganz allgemein zu Hause dann im Elternhaus nicht mehr, nicht mehr den Eltern zu gefallen, wenn ich nicht mich genau so verhalte, wie sie es eigentlich so. Ja, Kinder sind ja so ungemein, die spüren so viel, die spüren ja auch die unausgesprochenen Erwartungen. Ja. Und mit Loben kann man ja so gut das Kind da auf einer Ebene führen, wo das Kind dann ungemein Stress hat, weil es das ja vielleicht dann nicht mehr schafft. Ja, ganz genau. Das ist ja nicht nur so das Offensichtliche von den Noten, nein, das wir alle kennen, sondern auch das ganz, ganz Subtile dann. Ja. Ich finde nichts zu loben, Anna. Das wäre jetzt vielleicht auch so ein Abschluss von mir. Du kannst ja schauen, ob du auch noch einen hast. Aber nicht zu loben ist eine Einladung, mit mir selber in Kontakt zu kommen und mit dem Kind. Mich mit mir selber zu verbinden, mit meinen Gefühlen, mit meinen Wahrnehmungen und mit dem vom Kind und die auszusprechen und zu spiegeln. Das ist eine Einladung, nicht zu loben, im Hier und Jetzt anzukommen und in der Verbindung mit mir und mit dem Kind anzukommen. Finde ich ganz schön, ja. Ja. Ja, ich hoffe, wir haben euch etwas inspiriert, euch auch auf diesen Weg zu begeben. Mit viel Offenheit sich selbst gegenüber und auch denen, die eben da vielleicht am Anfang stehen. Ja. Ihre Zeit brauchen, um sich da drauf einzulassen.